Oh Gott! Ich bin rausgekommen! Haha, Hurensohn, Alter. Fick doch die Wurst, die haben die Bombe. Es war einfach nur ein Animationsfilm, den wir machen sollten oder mussten. Und ich habe halt so einen kleinen, also nicht Horror um Himmels Willen, aber ich habe einen kleinen Animationsfilm gemacht, den ich dann gegen Ende einblenden werde hier in dem Video. Was ist denn jetzt gerade los? Klar, mitten in der Nacht, okay, gut, da hat man vielleicht mal ein Lag. Ja, da ist die Maus nicht connected, da ist der Bildschirmschwanz geworden. Da hat jemand geblendet. Aber so alles in allem, schon schlechte Leistung. Na, sehr schlechte Leistung. Hey, Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einer weiteren Runde CSGO Matchmaking. Mitten in der Nacht. Was laberst du? Ich lass mir nicht gerne reinreden, mein Sohn. Na, ich habe mich eben so gefragt, was nehme ich denn jetzt auf? Was nehme ich denn jetzt auf? Mensch, hier. Irgendwas, was nicht lange dauert. Also auf keinen Fall ein Matchmaking. Und was ist es geworden? Natürlich ein Matchmaking. Ich fühl's einfach. Ich fühl's einfach. Es muss wieder eine Runde Matchmaking sein. Eigentlich wollte ich Battle Royale aufnehmen, eben weil es halt so spät ist. Ich brauche das Video für morgen. Ich muss es doch schneiden. Bla 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 bla. Aber es gibt gerade keine Spieler auf den Servern. Deswegen werde ich jetzt einfach doch hier noch eine Runde pressen. Also wir müssen fett gewinnen. Wundert euch nicht über das hier. Ich wurde bei den Gartenarbeiten attackiert. Na, ist nur ein Pickel. Nichtsdestotrotz werde ich, wie immer, auch die Blumen im Spiel umsorgen und mich erst danach dem Teamsieg hingeben. Hallo? Herren? Sage mal, das könnte ein schnelles Spiel werden. Ja, ich habe auf einen schnellen Sieg gehofft. Gut, wird's halt ein schneller Lose, was soll's. Schnell ist schnell, ja, und schnell ist auch immerhin von der Geschwindigkeit her ja deutlich höher angesiedelt. Also im Bereich einer Zahl als jetzt langsamer. Von daher passt mir dieser Spielzug auch ganz gut, denn er wird uns zum Sieg führen. Aber erst noch kurz die Pflanzen hier so ein bisschen beträufeln und dann geht's weiter. Komm ran, komm ran. Gott, die Einrichtung fackelt ab. Shit. Fick doch die Wurst, die haben die Bombe. Edel! Leute. Folgendermaßen. Ihr sagt mir immer schön, was euch gut gefällt, was euch nicht so gut gefällt, was ich besser machen könnte, was ich öfter bringen sollte, was ich weniger oft bringen sollte. Extrem viele verschiedene Meinungen und darüber bin ich durchaus dankbar, auf jeden Fall. Nur dadurch weiß ich ja, in welche Richtung ich, wenn ich einen gewissen Gain erreichen möchte, eben arbeiten sollte. So. Es gibt dann aber doch diverse Leute, da finde ich einige Aussagen fast schon frech irgendwie. Mir ist völlig klar, dass nicht jedem jedes Spiel gefällt. Ich weiß, ich habe eine sehr große Anzahl an Zuschauern, die mich gerne sehen. Also mich, egal was ich mache. Ja, Schwarzbildsimulator, scheißegal, läuft. Und natürlich ist das das, worauf ich an sich ja auch aufbaue. Das ist natürlich der, ne? Das ist der Sieg schlechthin, ja? Sowas möchte man erreichen. Ach komm, warum verreckst du denn nicht? Ja geil, wo ist denn der Mate? Natürlich, ich verstehe es voll und ganz, gibt es Leute, die einfach gerne Sachen, diverse Sachen sehen, ja. Und da gibt es jetzt nur einen recht kleinen Bereich, den ich jetzt auch, der sich jetzt angesprochen fühlen soll, und zwar der Bereich, der noch recht neu ist, also der auch von sich zugibt, recht frisch zu sein. Das sind ja wirklich sehr, sehr viele. Und die dann sagen, hey, ich habe dich durch Spiel X kennengelernt und das gefällt mir auch sehr gut, die anderen Sachen gefallen mir nicht so gut, bring doch bitte mehr von dem Spiel X. Das sagt jemand, der frisch dabei ist. Wir sagen jetzt mal 3 Tage. Der höchstwahrscheinlich 3, 4, 5 Videos gesehen hat, vielleicht auch 10. Dieser Kanal hat jetzt 2000 Videos, beziehungsweise fast 2000 Videos. Ich glaube, wir haben 1997 oder sowas. Und ich finde es einfach ein bisschen frech. Ich denke, es ist nachvollziehbar. Ein bisschen frech, wenn man dann, wenn so jemand kommt und sagt, hey, bring mal wieder Spiel X, weil ich guck mir nur das an. Dabei gibt es schon 300 Videos von dem Spiel auf dem Kanal. Die Arbeit, die man früher geleistet hat, ist die weg oder wie? Wisst ihr, wie ich meine? Das finde ich, das, ja, ist ein bisschen Gauner, ne? Schon Gauner. Ist auf keinen Fall tragisch oder sowas. Nee, um Himmels Willen. Aber es ist schon ein bisschen frech, oder? So wie, ich weiß auch nicht, es wirkt halt sehr kindlich. Ich will das jetzt haben und jetzt sofort das Neueste. Solche Leute schauen in The Walking Dead rein, ja? Fick dich doch, Mann! Letzte Staffel, vorletzte Folge der gesamten Serie und sagen dann, ach, könnt ihr nicht noch weitermachen? Ich habe jetzt gerade bei euch frisch angefangen, habe die 2 Folgen geschaut. Könnt ihr nicht doch einfach weitermachen? Ja, Gott, ja, mein Kill, du Pissnase. Also ich frage mich halt einfach, wo es da im Hirn falsch läuft. Also welche Denkwindung nicht richtig verworren ist. Wenn ich auf einen Kanal komme, auf den ich X Videos gerne sehe, ja, und jetzt kommen aber gerade 3 Tage hintereinander Y und ich ganz frisch da bin und dieser Kanal 2000 Videos hat, dann schaue ich vielleicht mal rein, ob ich möglicherweise diese Tage überbrücken kann. Das finde ich schon recht amüsant, ja? Genauso wie ich den Punktestand hier recht amüsant finde. Was ist denn jetzt gerade los? Klar, mitten in der Nacht, okay, gut, da hat man vielleicht mal ein Lag, ja, da ist die Maus nicht connected, da ist der Bildschirm schwarz geworden. Da hat jemand geblendet. Aber so alles in allem. Schon schlechte Leistung. Ne? Sehr schlechte Leistung. Aber jetzt schieben wir einfach mal den Schmarrn beiseite. Ha! Kommen wir mal zurück zum Tagesgeschäft. Wir haben jetzt schon 5300 Zuschauer. Jungs und Mädels. 5300 Dumbabla haben wir angesammelt hier auf dem Kanal. Das ist schon wirklich mehr als krass. Da hast du mich gerade eben durch die Wand abschießen wollen, Fico.
Ah, dieser Hund. Oh Gott, wie kann man nur so glücklich sein? Das ist schon eine enorme Zahl, vor allem wenn man bedenkt, dass wir gerade vor, ich glaube, 14 Tagen die 5000 voll gemacht haben. Weißt du, hier los oder was? Wir sind richtig am Abeskalieren. Also ganz im Gegenteil, so wie er eben gerade spielt. Eher so in sich gekehrt, autistisch. Aber den Kill hat er noch geholt. Gut. War aber auch nur ein Global Silver, ne? Ich werde übrigens morgen einen neuen Bildschirm kaufen, beziehungsweise meine Freundin und ich werden morgen zusammen einen neuen Bildschirm kaufen. Beziehungsweise meine Freundin und ich werden morgen einen halben Tag morgen verbringen und dabei eben auch noch einen Bildschirm einkaufen. Denn ihr wisst ja, ich habe im Moment starkes Gehuddel mit durch die neue Grafikkarte, wird mein alter Bildschirm nicht unterstützt. Ich hänge jetzt hier gerade mit einem Fernseher. Ich hatte zum Livestream am Donnerstag letzte Woche noch einen anderen Fernseher hier dran. Das ist total ein riesigen Fernseher hier oben stehen. Aber den habe ich dann doch lieber im Schlafzimmer stehen, um auch abends mal noch eine Runde vielleicht zu daddeln. Und deswegen habe ich den halt wieder weggestellt, habe mir den anderen uralten Fernseher hingestellt, der aber auch gerade noch so HDMI-Anschlüsse hat, was natürlich... Oh, Mac. Was natürlich schon geil ist, klar. Aber ey, dieses Teil ist so bad. Es ist unglaublich, wie schlecht dieser Fernseher ist, ne? Ich kann hier nichts erkennen. Es ist zum Kotzen. Also oben jetzt am zweiten Bildschirm. Ich könnte damit nicht streamen. Ich könnte eure Nachrichten nicht lesen, die ihr schreibt. Bitte lass dich nicht holen, Mate. Bitte auf so rumzulegen. Alter, ist der bescheuert? Muss ich mal wieder regeln, ne? Ich habe hier so minimale komische Stotterungen, obwohl mein Ping wirklich on point ist. Wirklich on fucking point. Ich habe einen 29er Ping. Was ist hier los? Oder ist es das Spiel? Ist es der scheiß Server? Ja, das ist der Server, Mann. Das laggt so richtig räulich manchmal hin und her. Ja, neuer Bildschirm, dann habe ich endlich wieder einen, möglicherweise einen Hauptbildschirm. Also ich denke, also meinen aktuellen, auf dem ich jetzt auch gerade spiele, den hochstellen als zweiten Bildschirm. Und dann diesen neuen, der höchstwahrscheinlich so ein 140, 144 Wurstherz-Ding sein wird, werde ich dann das Hauptbildschirm nutzen, um, ihr wisst schon, die Zockerei noch ein bisschen zu unterstützen und hier nicht nur mit meinem uralten 60, 30, 25 Hertz Bildschirm rumspielen zu müssen. Mittlerweile ist es jetzt 3.42 Uhr. Ich denke, um 4 Uhr bin ich mit der Aufnahme fertig, so schlecht, wie es hier läuft. Um 5 Uhr damit mit Schneiden fertig und dann kann ich die Chose auch schon rendern. Ich muss aber dann noch direkt die Thumbnail, die Text und den Titel machen, damit ich das morgen nicht mehr machen muss, weil sobald ich dann aufstehe, um 10, 11, 12, fahren wir wahrscheinlich eh direkt los. Ich wurde jetzt in meiner ersten Ferienwoche, sag ich mal, sehr stark blockiert. Was das Vorausarbeiten der Videos anging, das hat echt hart gesackt. Ich hoffe, ich kann die kommende Woche jetzt dann schön loslegen und richtig, richtig viel machen, dass ich auch einfach was auf der Pfanne habe und auch ein bisschen extra und dies und das. Wisst ihr, ich kann einfach meine Hardcore-Projekte nicht richtig beginnen, weil ich mit dem normalen Durchgang schon nicht klarkomme. Vielleicht muss ich auch einfach die Pflanzen noch ein bisschen mehr betüteln. Hallo, was, hä? Warum geht die jetzt nicht kaputt? Ist das eine Zauberpflanze oder was? Nee, die sind noch gut. Ich mach das, Dude, ich mach das. Der Mate ist drauf? Was schleichen wir hier rum? Bist du bescheuert? Der Mate war on-spot. Und der Kollege rennt zurück und sagt, wir wollen mal kommen und rennt davon. Sag mal. Oh, hier mal eine kleine Smoke. So, hold on, B. Der mir eben gegeben, der Wichser durch die Smoke. Ajo. Hat einen Header gefressen, ich fass es nicht. Mit der Orb, ne? Hat einen Header gefressen. Und er verreckt nicht. Also er hat die Orb in der Hand gehabt. Ich habe ihm mit der AK einen Header gegeben. Komm her schon, bin ja schon da. Okay. Ha! Waren sie echt zu dritt jetzt noch auf... Sie waren echt zu dritt auf B, ne? Die letzten drei waren auf B drauf. What? Ich habe jetzt einfach nur noch mit einem gerechnet, nachdem der auf der Bank down war oder hinter der Bank, um genau zu sein. Hallo Leute, was macht ihr hier? Die machen Party auf Mitte, bin ich dabei? Okay, 12-3. Ein großartiges Comeback können wir ja nicht mehr feiern. Aber vielleicht können wir noch ein bisschen was reinwürgen. Oh, super, er hat auf mich gewartet, ne? Dieses Stück Scheiße. Tja, und der Mate wird jetzt gefickt. Ihr seht, ich habe das Knife noch ein bisschen ausgerüstet. Ja, bald gehört es euch, beziehungsweise einem von euch. Aber ich habe es noch ein wenig am Start. Ja, ich gehe mit. Ich gehe B. Ich sehe schon, B ist schon wieder nur einer. Um schon wieder das Giveaway zu werben, wisst ihr? Knife-Giveaway, Leute. Scheiße. Und dann kriege ich auch noch, ne? Dann habe ich auch eben noch gefressen durch die Wand. Ich war schon längst hinten dran. Diese Tickrates und sowas. Du kannst einfach nur bei ICA spielen, damit das scheiße heißt. Bei ICA, weißt du, da kannst du die Leute halt noch hinter die Wand beobachten. Gut, wir kaufen noch mal einen und gucken, dass wir ein letztes Mal ein bisschen reinpimmeln. Aber ich glaube, das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr. Ich bin sehr, sehr froh, dass es jetzt so ein harter Lose geworden ist. Beziehungsweise ein harter Win wäre noch geiler gewesen. Aber es muss ein sehr schnelles Spiel sein, damit ich noch irgendwann ins Bett komme. Und ja, ich hätte noch die Wahl gehabt, Hector aufzunehmen. Aber ich dachte mir, lieber Counter-Strike. Also ich meine, allein von der Upload-Reihenfolge her wäre jetzt tatsächlich, Leute, Counter-Strike dran gekommen.
Und von daher wäre das schwierig geworden. Guck mal, die sind Mitte alle gerusht, ne? Und sind jetzt auf A drauf, klar. Weil unser räudiger Bock, warum so nein? Auf schön Ding gegangen ist. Ja, jetzt hat er ihn genatzt wieder mit meiner Hilfe. Ich krieg wieder nur einen Assist. Fickt euch doch. 3 in 1. Wirklich gut, ne? Wirklich sehr gut. Okay, last round. Schauen wir mal, ob wir dann noch was mit einer kleinen MP machen können. Und einer Decoy. So, alles in allem ist das. Was haben wir denn hier gemacht? Oh, er gibt ihm direkt einen Header auf Mitte. What? Apartments ist frei. Ich gehe jetzt einfach rein und hoffe, dass sie verschieben. Und hoffe dann zugleich, dass ich sie alle ummache. Ah, lass mal short. Scheiße, ich bin gefangen. Super geil, Mann. Super geil. Jetzt bin ich wieder in dieser dreckigen Situation. Ja, schmeiß hier ein Feuer rein. Oh Gott. Ich bin rausgekommen. Hurensohn, Alter. Er wollte mich wegnaden, ne? Und hat es nicht geschafft. Da bin ich im Tod von der Schippe gesprungen. Die Nade hat mich voll weggefickt. War schon gut, ne? War schon gut. Ich habe gesehen, dass ihr in der Steam-Gruppe richtig brutal abgeht, ja. Richtig krass. Und wisst ihr was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt fällt mir es gerade ein. Die Horror-Animation, die ich für die Schule machen musste. Dieser kleine Horrorfilm halt, ne. Also wirklich nichts Besonderes. Bitte erwartet nichts Großes oder irgendwas oder vor allem nichts Gutes. Es war einfach nur ein Animationsfilm, den wir machen sollten oder mussten. Jeder für sich. Und ich habe halt so einen kleinen, also nicht Horror um Himmels Willen, aber ich habe einen kleinen Animationsfilm gemacht, den ich dann gegen Ende einblenden werde hier in dem Video. Dann habe ich es auch endlich von der Seele. Danach fragt ihr schon lange. Wollt ihr mich gerade verarschen? Was habe ich ihm gegeben? Gar nichts? 68 in 5 und 23 in 1. Super. Ich hätte sie alle klatschen können. Naja, klar, er ist der Letzte. Er verreckt jetzt sowieso. Das wäre easy, das ist geworden. Aber naja. Was soll man machen? Rechts neben dir. Oh mein Gott. Das war vorauszusehen. Naja, immerhin noch MG2. Ja, das ist übrigens das nächste Knife, das es dann zum Giveaway gibt, ne? Als nächstes Knife-Giveaway, wenn das andere Knife-Giveaway zu Ende ist, werde ich das Ding hier raushauen. Naja, soweit so gut. Meine lieben Dummbabbler, vielen Dank, dass ihr euch heute wieder so zahlreiche versammelt habt zu diesem rotzigen Game. Das war wirklich wieder bitter. Die Fressepolierung. Aber hey, freut euch jetzt auf meinen kleinen Animationsfilm. Film ab. Hmm.